Das Feld aufzuräumen, das ist eine Arbeit. Das ist eine Wahrheit, so gut. Jetzt werden wir uns gleich noch eine Technik herholen. Die ist da unten nämlich. Natürlich neue Gegner. Ein Fisch! Fischgesicht! Man kann den Fresser auch abschlagen hier. Die explodieren nämlich. Aber deswegen müssen wir aufpassen, dort die können mich schon explodieren und dann machen sie nämlich ganz großen Schaden. Und diese Pflanze wieder zum Blühen bringen. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen da. Es dauert so noch ein bisschen. Gene von Orochi haben wir doch schon angesehen. Der hat gerade mal eins gebracht. Was? Eins? Okay, gut. Das Ding hat gerade mal einen Punkt gebracht. Oh, davon ist sicher wieder was zu meinen. Und das nächste. Und da brauchen wir eine Kirschbombe. Und eine Bombe dazu, um das zu öffnen. Füttertipps erhalten. Ich weiß es doch schon. Ja, das will gestern mal wissen. Hui! Hui! So, jetzt muss es Zeit, das nächste zu öffnen hier. Und zerschneiden. Passt das so? Und zack. Eine Perlen kann ich natürlich ausrüsten, da habe ich schon ein Geschoss zur Verfügung. Das bringt mir gar nichts, aber die Kern. Was das? Oh, gut. Yay! Das ist ja schon mal geheilt. Passt. Hey, was für ein potziges Schild, Ami. Special, ihr Leute jetzt den Schwertkampf und Kampfkünste lernen. Naja, Patrick 2 bringt das, oder? Ja, klar. Gut, komm durch. Oh, der, das ist cool. Du, was habt ihr denn hier? Hey, sieh das irgendwann, ich mein wunderbaren Wolf hätte. Mein Name ist Onigiri-Sensei.
Masse ein Anliegen könnte ein Wolf haben, diesen bestimmten Ort hier und Künste des Kampfes zu studieren. Ja, natürlich. Gefällt mir die Herstellung, mein plätziger Freund. Ich würde meine Zeit gerne Verbringer spielen, aber spürst du? Genau. Wir haben ja schon alles gelernt hier. Ausweichen. Rettenpferd, du hast das Geld, oder? Oh, ich verstehe. Schätze mir, ich habe keine Wahl. Ich werde deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, den Deutschen zu reden. Hahaha. Jaho! Erst mal so eine Transformation. Sailor Moon! Ja, davor war eine ultimative Herausforderung zu stellen. Naja, ich gehe ja schon rein. Also, wir lernen das jetzt mal ausweichen. Das ist jetzt ganz wichtig hier. Lass uns jetzt Rennen beginnen. Ja, dann werden wir trainieren. Drücke RT, um auszuweichen. Ja. Alles war ganz einfach. Da, ja. Ja, ist aber ausweichen hier. Es gibt noch ein anderes Ausweichen, das dann auch mal Schaden macht. Das war's aber jetzt erstmal. Weil es brauchst nicht unbedingt zu trainieren hier. Erstmal genug, was? Ja, auch für Erfahrung eine Fähigkeit zu gewinnen. Ich weiß nicht, wer da ja, warum soll ich das vergessen? Ich habe doch die Technik gespeichert. Ja gut, das war's jetzt die einzige Technik, die man lernen kann von denen. Jetzt warte ich erstmal, bis die Nacht ist. Weil wir müssen nämlich schon eine Get-Technik dann lernen. Ja. Mache ich jetzt schnell mal das ein bisschen weiter. Ach, ich mache erstmal was hier. Ein plus 3. Also eins haben sie jeweils immer gebracht. Ui, echt viel muss ich sagen. Ach, den hab ich schon erwischt. Okay, gut. Magische Kristallkugel, ja. War gerade schon der Postbote da? Hallo? Ach gut, es wird Nacht. Perfekt. Das höre ich mir jetzt noch. Ja, da kann ich die Löcher jetzt wissen machen. Ich hasse es einfach nur, wenn ich abwarten muss, dass erstmal was sich öffnet. Meint, dass es so malerisch aussieht, das ist so das Coole nämlich. So, und jetzt lernen wir die nächste Technik, die wir jetzt gebrauchen können nämlich. Nein, 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 nein! Das kann nicht sein. Wie kann das passieren?
Ja. Nein, 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 nein. Ich habe mein Rezept doppelt und dreifach überprüft. Ja. Hey, hast du mal Zeit? Ja. Ja. Hm? Wow, was macht denn der kleine Irrlicht da? Ey, wen nennst du Irrlicht? Ich bin Is und ein wandernder Künstler. Ja. Nun, nun, nun. Du bist ein kleiner Ball aus Feuer, oder? Ich bin Tama. Tama, der feurige Pyrotechniker. Ich so werde dich genannt. Ich hätte ihr beiden Kind kurz davor, unglaublich ein Hammerding zu starten. Seht ihr das Rezept, das an der Wand ist? Meine ganze Erfahrung als Pyrotechniker steckt in diesem Rezept drin, meine Freunde. Es ist einfach ein kleines Feuerwerk, das ich mit der Nacht ein Unterjungen nenne. Es gibt Probleme. Obwohl ich es weiß, das Rezept in Ordnung ist, funktioniert es nicht. Ich weiß. Hör zu, Welpe. Hast du die Augen? Feurige Augen? Glühende Augen? Vielleicht hast du genau diesen heißen Blick. Hier steht er, genießt den größten Blick. Wie's gesehen hat. Haltet euch eure Lüfte. Mit der Nacht über der Junge. So, jetzt geht's ganz einfach. Zack. Und zack. Yay! Oh mein Gott! Dieser Tama mag ein paar Schrauben locker haben, aber er hat da voll drauf! Hm? Wieder dieses Licht! Ja, eine weitere Funktion! Es ist eine weitere Konstellation, Ami! Ein Schwein auf der Bombe! Oh, ob das gut geht? Ah, Amaterasu, Quell aller Guten, unsere aller Mutter. So oft vergessen wir, dass wir nicht sehen können. In meinem Versteck habe ich eine Spur verloren, aber jetzt ist es meine Seele erleichtert. Ich, Hakugami, Hakugami, der Gott der Explosionskraft, verleihe dir meine Kraft, benutze die Kirschbombe und bringt Zerstörung über deine Feinde und Hindernisse. Oh, so kann man es nicht hochbekommen. Ey, hast du gerade eine weitere Runde in sich bekommen? Vergangen mit Gottexpression. Seine Technik wird die Kirschbombe genannt. Tamas Enthusiasmus muss die Kraft des Gottes in dir geweckt haben. Nun, was du noch probieren kannst, kannst du anders. Warum holst du nicht mal aus? Vorsicht! Ja, ja. Und zack. Mhm, jetzt sollten wir tatsächlich. Das erleichtert uns ein kleines bisschen um was. Oh, sieh nur dieses Loch an. Die Wand rennt Rest zu böse. Diese Kirschbombe ist eine Zerstörungsträgstisch. Denk einfach darüber nach, wie auf Monster wirken wird. Sei etwas Mächtiges zu kontrollieren. Ich wette, du wirst die ganze Zeit benutzen, wenn du sie gemeistert hast. Nein, werde ich nicht. Wir haben eine Statue. So, jetzt wird Zeit, die anderen Teile freizuschalten. Wirklich. Oh, ich hab vergessen, das zu teilen. Okay, gut, das war's für den. So, gut. 800 Yen dazu bekommen. Wir haben jetzt genug Geld. Na gut, lieber genug Geld haben, als zu wenig Geld zu haben. Das ist die Hauptsache.
Ah, hier ist er doch, der Bote. So. Übrigens, das Wunder, dass nachts immer so. Das sind immer mehr Monster da als. Was? Jetzt will ich erstmal die Kirschblumpen machen und dann. Da-da-da. Und da-da-da. Korallenfragment erhalten. Genau. Wir können leider noch nicht alles machen, weil uns fehlt noch eine Fähigkeit, die wir erst später bekommen. Aber wir können wenigstens einen großen Teil erstmal reden davon. So, erstmal Zeit, dass wir da unten. Genau, da unten das Teil noch. Hui! Exorcismus S bekommen. S für super. Ah, hier genau. Jo, jo, jo. Gib mir so wenig, komm, ich hab einen Stapel noch. So, ich hoffe, ich mach das mal Tag erstmal, weil das geht noch nervt mit den ganzen Teilen da. So, gut. Genau, da haben wir den Typen da. Ja, kriegt man noch nicht, schade. Naja. Wie krieg ich den Teller eigentlich? Na gut, aber schon sagen. Speichern wir erstmal ab. Und was ich muss sagen, das war's erstmal mit Okami erstmal. Weil ich geht's natürlich beim nächsten Mal weiter mit Okami. Aber ich hoffe eins, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein Daumen nach oben würde ich mich gefreut. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.